Viermal hat sie in einer Weltcup-Abfahrt triumphiert. Sogar siebenmal in einem Super-G. Und bisher einmal in einem Riesenslalom. Im Gesamtweltcup schafft sie es in der Saison 2013-14 bis auf Rang 3, holt über 1100 Weltcup-Punkte. 352 in der Abfahrt, 448 Punkte als Super-G-Disziplinensiegerin und 285 im Riesenslalom. In der letzten Saison klappt es in dieser Disziplin aber nicht mehr nach Wunsch. In Abfahrt und Super-G holt Gut noch immer über 200 Weltcup-Punkte, im Riesenslalom allerdings nur noch 73. Diese Punktausbeute bringt Rang 9 im Gesamtweltcup der letzten Saison. Und jetzt? Wo steht Lara Gut vor der Saison 2014-15? Ja, das ist das, was alle Wunder nimmt. Es gibt keinen grossen Anlass in dieser Saison. Schaut man also noch mehr auf die Kugeln. Wo stehen sie, wenn man jetzt mal den Gesamtweltcup anschaut, die Situation? Das sehen wir eigentlich im März, ich weiß nicht. Also ich gebe mein Bestes natürlich, es ist, ja, das kann ich nicht jetzt beantworten. Ich muss eigentlich auf die Piste meine Antwort geben und ich habe mich konzentriert, jetzt muss ich Gas geben, dass ich einen Schritt vorwärts mache. Auf was haben Sie denn den Fokus gelegt, jetzt gerade im Schneetraining? Eigentlich eben, ich habe Ausrüster gewechselt, dann musste ich auf das arbeiten. Auf Riesenslalom-Schwung, dass ich meinen Verschwung besser treffe, dass ich besser gleite. Eigentlich auf alles. Ja. Gibt es immer noch so viel zu verbessern? Oh ja. Ja. Viel zu viel leider. Ehrenwort. Also wird man da manchmal fast verrückt, weil man auch so viel tüftelt und alles, oder wie? Nein, es ist spannend und es ist schön. Jeden Tag kannst du auf den Berg gehen und noch einen Schritt vorwärts machen. Du siehst, jetzt passt es. Jetzt probieren wir noch weiter. Es ist auch das Schönste im Skisport, also im Sport allgemein. Kannst du nie sagen, es ist perfekt. Kannst du immer noch einen Schritt vorwärts machen. Okay, aber man spürt doch eben auch, ob es jetzt passt in dieser Kurve oder nicht, oder? Ja, voll. Aber auch wenn man ein Rennen gewinnt, dann probierst du noch einen Schritt vorwärts zu machen, weil es ist ja so, wenn du jetzt stehen bleibst, dann irgendwann ist, dann sie die anderen überholen. Dann, auch wenn du die ersten 5 Rennen gewinnst, musst du noch einen Schritt vorwärts machen, dass es immer noch nach vorne geht. Wenn man jetzt das aber ein bisschen anschaut, ist nicht so gewesen, dass jetzt der Riesenslalom fast wichtiger war jetzt auch für sie in der Vorbereitung, um dort zu probieren, wie den Anschluss zu schaffen. Eigentlich vor 2 Jahren war das der Unterschied. Ich bin vorher eigentlich immer gute Riesenslalom gefahren. Ich war schon Top 15, auch schon auf Podest. Aber vor 2 Jahren bin ich halt regelmäßig auf Podest gefahren. Habe ich auch meine ersten Rennen gewinnen. Und das hat auch einen Unterschied gemacht. Weil, jedes Mal, dass ich am Start gestanden bin, ich wusste, ich kann immer unter Top 5 fahren. Und das hat mir letztes Jahr gefällt. Und dann am Ende sind halt 200 Punkte weniger hier und 50 dort und 50 dort. Von dem her, es war ziemlich einfach, zu wissen, was ich 100% muss verbessern muss. Ja, also ist sicher viel Riesenslalom trainiert worden in Söhl. Dann ist ja dann der Ort, wo sie gewonnen haben im Riesenslalom vor 2 Jahren, was dann letztes Jahr einen Ausfall gegeben hat. Ist Söhl dann auch schon so ein sehr wichtiger Anhaltspunkt auch für den Rest der Saison? Eigentlich nicht. Also Söhl ist speziell, weil ich bin ab und zu dort gefahren und die Bedienungen waren wunderschön. Anderes Mal, es war eine Katastrophe. Du bist einfach gefahren, weil es ist, ja, irgendwo muss man anfangen. Aber man hat auch noch einen Monat Zeit nachher. Also, es gibt Athleten, die in Sölden überhaupt nicht in Form sind und nachher gewinnen alles. Und es hat auch passiert, dass man ganz gut in Sölden fährt und dann klappt es nicht mehr. Von dem, klar, wenn man 100 Punkte in Sölden hat, die hat man schon auf dem Konto, niemand stolz wieder. Aber es ist ein langer Winter, wo viel passieren kann. Genau, das sehen wir in St. Moritz. Wir sind ja gespannt, wie das aussieht.